nicht wahr sein. Was? Der hat die Machtprobe geschafft? Oh! Okay, okay. So, und nun... Krepier. Na, dann habe ich es ja doch geschafft und müsste das Achievement jetzt haben. Wir versuchen uns jetzt einmal wieder an dieser Stealth-Mission Reinigung des Schattens. Nein, ihr habt nichts gehört. Und alle Uruks hier sind überflüssig. Das ist doch nichts Neues. Und wir sagen trotzdem einmal. Nee, ist auch nicht. Ich will jetzt mal diese Mission jetzt machen. Darf ich mir wohl nur ein Talion. Und ich hab mir den guten Kampf erhofft. Talion? Talion? Los geht es und ich sag mal jetzt an dieser Stelle, gute wie willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mittelerde Mordorschatten 100% mit freundlicher Unterstützung meines Partners bei GamesPlanet.com. Link dazu findet ihr immer in der Videobeschreibung. Nein, nicht hier oben. Habt ihr das gehört? Ich glaube nicht, dass da jemand war. Wir werden schon bald. Okay, den Uruk hat es auf jeden Fall vertrieben. Ich würd... Wenn du die Bleibeute genug erschreckst, rotten sie sich alle zusammen. So viel Tod ist einfach köstlich. Ich will doch mal schauen, dass ich es diesmal hinkriege. Nein, ich verlasse doch nicht das Auftragsgebiet, willst du mich verarschen? Wollen wir es mal versuchen? Habe ich den Grabwandler gemeinsam mit dieser Kreatur gesehen? Du bist abgelenkt. Gut. Machen wir es halt so. Ich muss ja eh bei dieser Mission viel stealthen, also von daher. Mal schauen, wo die jetzt hingucken. Okay, der ist abgelenkt, der ist abgelenkt, der ist abgelenkt. Das ging sogar. Coole Sache. Außer Distanz. Ey, das wird ja was mal. Ach, das waren schon 5. Cool, Bonusziel erreicht. Jetzt kann ich ja... zusehen, dass ich es anders löse. Mit einer viel besseren Methode. Dann muss ich nur meine Spezialfähigkeit. Riecht das für dich auch irgendwie nach Blut? Nee. Was? Wer hat mich gesehen? Och nö. Jetzt habe ich diese Fähigkeit verplempert. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, die KI hier spinnt doch und verarscht mich nur. Toll. Toll. Na gut. Der Mörder ist schon überall. Irgendwas hat den Grog in Brand gesteckt. Frag mich, was diesen Narren getötet hat. Und wieso gehen da jetzt beide hin? Ist doch scheiße, Mann. In Mordor überlebt man nur, indem man jede Bedrohung tötet, bevor sie sich töten kann. Dann lass mir den Krag jetzt los. Ihr stresst mich alle. Jenseits des schwarzen Tons.
Werde ich gesehen, wenn ich hier oben bin? Nein, werde ich nicht. Was war das? Hör auf, hier hinzugucken. Der ist abgelenkt, oder? Nein, 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 nein! Wieso? Wieso? Okay, komm, einen Versuch machen wir noch. Ansonsten habe ich keinen Nerv und dann machen wir was anderes. Es ist doch so scheiße, dass ich jedes Mal wegen irgendwelcher Kleinigkeiten hieran scheitere, oder? Das muss ja auch in so einer streng bewachten Festung ablaufen. Wo ist denn jetzt diese Mission Trigger? Nein, der war... Guck mal, Talion! Talion! Ey! Lass halt los! Ja, komm, verarscht mich alle. Ja, super. Guck mal hier, wie scheiße ist denn der gerade am Klettern? Gibt's ja nicht. Ja, Karagor, schön für dich. Da hinten sind die alle wieder am Durchdrehen, diese bekloppten Uruks. Diese Uruk-Muruks. Was auf ein neues. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten aller Uruk verbrennen aus dem Kampf. Was? Habt ihr das gehört? Versuchen wir es auch mal aus der Distanz. Nimm eins hätten wir. Abgelenkt. Nope, das hat nicht ausgereicht. Der Mörder ist schon lange weg. Zwecklos weiter zu suchen. Wo ist denn hier mal ein Uruk? Wenn ich da runterspringe, sieht mich einer, gell? Man sagt, eine Patrouille hat unbekannte Spuren gefunden. Schleicht da jemand umher? Ich würde hier gerne was versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich dabei gesehen werde. Schleicht da jemand umher? So, sonst müsste es ja gehen, aber... Nicht auf diese Methode, wie es sonst immer läuft hier. Guck da irgendein Uruk zu dem. Wäre, würde ich morgen niederfallen. Da gibt es zu viele Orte, an denen sich der Grabwandler verstecken kann. Ich versuche mal trotzdem was. Ach, das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe es satt zu suchen. So, da ist gerade abgelenkt. Noch einen mit dieser Methode. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Komm schon, komm schon. Ich schätze dir mal. Okay. Jetzt muss ich mir eine Methode einfallen lassen, wie ich das mit den Fackelträgern hinkriege. Ungesehen natürlich. Und hoffentlich gut aus der Distanz berechnen, weil... So, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge. Ist irgendwo ein Cargo drin? Nope. Ich war noch nie so bereit, es mit dem Grabwandler aufzunehmen. Ich sag ihm Bescheid, wenn ich ihn sehe. Bevor ich ihn in zwei teile. Ich hab ne Idee. Aber ob sie funktioniert, ist so eine Sache. Wo ist jetzt dieser Tagabschau, hä?
Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wir kümmern's. So oder so sind wir auf ihn gefasst. Wo ist denn mal ein... Da drüben wäre eine perfekte Vorlage. Haltet eure Augen offen! Die entkommenen Sklaven werden bei ihren Angriffen immer übermütiger! Sie können uns jeden Moment... Ich will was machen, aber dafür musste er sich erheben. Genug gesucht! Der Uruk ist tot! Na und? Diene meinem Willen! Ich will, dass du für mich kämpfst und ich dadurch abhauen kann. Da oben ist ein Uruk, den ich verwenden kann. Oh, Idioten, jetzt macht ihr wieder Leuchtfeuer-Scheißdreck, ja? Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Schauen wir erstmal hier ab. Und ich lasse euch mal mitkämpfen. Wenn ich aus der Distanz ein paar mehr von denen kontrollieren kann, wäre es ja besser. Nicht zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Freudig? Das Einzige, was hier greulich ist, ist dein verfluchtes Jammer. Jetzt macht euch wieder an die Arme. Wie viele Fackelträger sind denn da unten? Den habe ich nicht erwischt. Hau ab, Talion. Okay. Da unten ist aber noch einer, so, ne? So ein gelber. Du sollst gehorchen. Ich will, dass ihr da unten weiter mit denen kämpft. Es wäre cool, wenn man sowas hätte wie in Overlord, wo man die da hinschicken könnte, dass sie zu dem Ziel rennen, was man will. Gib deinen Willen auf! Und unsere Waffen und den Schädeln unserer Feinde. Mal schauen, ob ich dich dahin locken kann. Ja, dieser Fackelträger, doch, er geht hin. Yes! Nummer 1 Hammer. Bring das Licht! Lass dich mal fallen. Okay. Die schlagen sich da mit diesem Verräter herum, wie sie nennen. Ich ungesehen bis zu dem durchkommen kann. Alles gut. Okay, komm. Bitte werde nicht gesehen. Dankeschön. Ich muss mal schauen, ist hier oben noch ein Uruk? Ich hoffe, der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Schütze meinen Namen. Ich lass dich mal die anderen töten. Schrei für mich.
unten sind aber noch weitere Uruks. Ich hab nur ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht gesehen werden will wieder. Okay, die beschäftigen sich gerade damit. Boah, ist das eine aufregende Mission hier. Nein, 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 nein. Er hat sie angezündet. Ich kann mir nicht am Leben tauten. Lösch die Dunkelheit aus! Kämpf weiter für mich. Ich gehe mal ein bisschen in Sicherheit. Hast du das gehört? Zerstöre! Höre auf meinen Befehl! Ich müsste einen Versuch mal aus der Distanz, ob ich die anderen. Wow, wow, wow. Meine Augen sind die deinen. Ob ich die anderen Fackelträger in dem Eifer des Gefechts hier bezwingen kann. Nein! Oh, scheiße. Aber jetzt. Puh, das war knapp. Höre meinen Willen. Ah, ne, den hat's leider gelegt. Okay. Lass mal schauen. Da unten sind mit ich zu viele Uruks. Gibt es noch irgendwas, was ich zu meinem Vorteil nutzen kann? Vielleicht von der anderen Seite? Puh, das ist spannend, hey. Ich möchte es irgendeinen Fehler zu machen. Gut, den Schädel habe ich von hier erwischt. Sei mein Schwert. Es sind noch zwei Fackelträger in diesem Bereich. Mal schauen, ob ich Glück habe. Nein. Da geht ein ganz anderer hin. Aber das dürfte erstmal genug Ablenkung sein. Ich kann leider nicht erkennen, auf welcher Höhe sich dieser Uruk befindet. Kann es nur vermuten. Ne? Wer will hin? Genau der Richtige. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Okay. Mal sehen, ob ich den auch noch hinlocken kann. Falscher Uruk. Du dienst dem leuchtenden Herrn. Was, eine Tötung? Okay. Ich hab Besseres zu tun. Ich versuch's nochmal. Geht jetzt mal dieser Fackelträger dahin? Yes! Noch ein Stückchen, komm schon. Oh nein. Dreh um. Scheiße, Alter. Lass dich fallen, Talion, wir müssen abhauen. Ich hab's vermasselt. Und die Musik hilft überhaupt nicht dabei, sich jetzt mal ein bisschen zu entspannen, ne? Da geht schon wieder der Falsche hin. Wenn ich jetzt noch die Fähigkeit hätte, aus der Distanz mich hier zu verstecken, wäre das zu geil. Achso, da ist auch ein Uruk. Scheiße, da war meine Chance und ich hab sie vermasselt.
Irgendwas, das ich explodieren lassen kann. Nein, 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 scheiße. Forget, ey. Ich gehe doch erstmal dann zu der anderen, zum anderen Bereich. Das ist viel zu spannend. Lösch die Dunkelheit aus! Oder warte mal. Ein bisschen Ränkeschmieden hier und da darf es natürlich sein. Und dann geht es an die letzte der frustrierendsten Stealth-Missionen. Wird es mir gelingen oder nicht? Das alles und noch mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Da dürft ihr euch darauf freuen. Vergesst nicht, mir bitte einen Kommentar zu lassen. Ich bin hier raus. Peace out!